Ja, Freunde, gut, Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier rund um TSV 4 aka Train Sim World 4 und das Video ist direkt mal an den User ab. Apollo gerichtet, mein Freund, du warst so lieb gewesen, du hast mich um mein Review-Video daran erinnert, dass diese freie Fahrt, dieses Sandbox-artige Modus eine Besonderheit hat, die neu ist bei TSW 4 und ich muss dazu sagen, habe ich vielleicht nicht viele Sachen mitbekommen, von daher könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, was wirklich neu ist und was ich mal erwähnen sollte. Und zum anderen haben die Entwickler auch selber manchmal nicht so richtig durchblicken lassen, was ist hier eigentlich neu. Denn das, was Apollo mir gezeigt hat und was ich auch erst bei anderen YouTubern geguckt habe, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert, ist wirklich eine Riesenneuerung und macht das Ganze so viel einfacher. Im Endeffekt ist es ja so ein halber im Creators Club verankerter Szenario-Ersteller, wo ihr auch Züge, egal auf welcher Map, platzieren könnt und bedienen könnt. Das Ganze aber jetzt hier ist wesentlich einfacher. Ihr geht einfach mal in die Rubrik zu den Zügen, ihre Sammlung, und geht jetzt mal auf Streckenauswahl. Da wird jetzt irgendeine Strecke aus. Wird natürlich spannend sein, ob später auch Strecken zur Verfügung stehen, die es ja seit TSW 3 oder früher eigentlich auch schon gab. Das sind jetzt erstmal die Strecken hier allesamt rund um TSW 4, die ich besitze. Und wir gucken uns einfach mal die East Coast Mainline in Peterborough Doncaster an. Und jetzt habt ihr immer verschiedene Modis, die ihr fahren könnt. Fahrplan, Szenarien, Trainingsmodule, aber auch freies Spiel. Ich muss dazu sagen, zum Review-Video habe ich freies Spiel ausprobiert und mir ist Folgendes passiert. Ihr startet nämlich hier, aber ohne Züge. Und ich habe mir gedacht, okay, es stand ja was von Sandbox-artig. Ihr könnt Sachen erstellen, wie ihr wollt, so in der Art. Aber wo sind die verdammten Züge? Wo sind die? Muss ich da irgendwo jetzt in irgendeinen Computer gehen? Wie auch immer. Das hat leider wirklich hier Dovetail mit TSW 4 leider nicht so richtig gezeigt. Von daher will ich euch das mal folgendermaßen zeigen. Wir sind jetzt hier an irgendeinem Bahnsteig. Ihr könnt bei diesem freien Spiel, könnt ihr an irgendeinem Bahnhof auf der Strecke euch spawnen. Und was ihr noch spawnen könnt, ist Folgendes. Nämlich hier auf Xbox, ich denke mal auf PlayStation, Steuerkreuz links drücken. Und schon habt ihr ein kleines Menü. Sieht man nicht ganz so gut. Ich kann es mal hier ein bisschen im Dunkeln probieren. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Neuer Zug erzeugen. Da geht ihr jetzt einfach mal rauf. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeiten Auswahl für und von anderen Zügen in Sachen Waggons. Die sieht man hier so ein bisschen an die Icons. Hier zum Beispiel ein paar Züge, Lokomotiven, aber auch Bahnen, also wie ihr es auch immer nennen wollt. Zum Beispiel hier die Scania 8F. Die haben wir ja schon öfters mal ein bisschen benutzt. Da habt ihr verschiedenste Ausführungen. Entweder eine einfache, ihr habt eine einfache mit mehreren Waggons. Und ihr müsst immer bedenken, wir haben vielleicht den Szenario-Ersteller bei TSW 3 mehr Auswahlmöglichkeiten gehabt, aber die könnt ihr ja hier alle kombinieren mit den ganzen Waggons. Also nehmen wir uns einfach mal eine einfache Scania Class 8F. Erscheinen lassen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die irgendwo hier zu erzeugen. Ihr könnt hier den ganzen Bahnsteig lang gehen, hier in die Richtung. Sobald ihr euch dreht, guckt mal hier, wäre doch cool gewesen, wenn man vielleicht noch einen Knopf hätte, dass man die drehen könnte. Dann seht ihr hier zum Beispiel, dass die in diese Richtung fahren würde und hier in diese Richtung. Also ihr müsst euch eigentlich im Endeffekt einfach nur drehen. Und jetzt erzeugen wir die mal. Zack, da steht sie. Wie geil ist das denn? Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir könnten das gleiche nochmal machen. Ich zeige euch das nochmal. Steuerkreuz links, neuer Zug erzeugen. Oder aber, wenn ihr den gleichen haben wollt, zuletzt ausgewählten erzeugen. So. Und einmal erzeugen. Jetzt stehen sie Kopf an Kopf. Wie cool ist das denn? Und was noch ganz cool ist, das können wir uns mal angucken. Wir können die natürlich beide gleichzeitig bedienen. Also nicht gleichzeitig, aber bei den Szenario-Ersteller seit TSW 3 war es nicht mehr möglich gewesen, wenn ihr zum Beispiel einen fahrgastbetriebenen Zug habt, den ihr selber steuert, dann könnt ihr keinen anderen Zug nebenbei steuern. Vielleicht mit ein paar Tricks und Kniffen wäre das möglich gewesen, aber so einfach nicht mehr. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal den hier so ein bisschen losfahren lassen. So, der fährt jetzt quasi gegen den hier. Und dann können wir hier einsteigen. Und das gleiche auch hier tätigen. Einmal nach vorwärts, alle Tür lösen. Und dann könnt ihr quasi auch hier losfahren. Seht ihr? Also ihr könnt beide Züge bedienen oder alle Züge, die ihr gerade hier erstellt. Das ist natürlich eine Riesenneuerung. Und im Endeffekt könnt ihr jeden Zug ganz einfach auf irgendeine Karte platzieren, wo sie normalerweise gar nicht hingehört. Ja, und dann sieht das Ganze halt wirklich im Endeffekt so aus. Aber was, glaube ich, ganz interessant ist, das können wir uns mal angucken. Wir probieren es trotzdem nochmal aus. Oh ja, volle Möhre. Ob auch beide wirklich gleichzeitig sich bewegen, weil ihr seht, hier bewegt sich das.
hier nicht. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der deaktiviert wird. Wir gucken uns das mal an. Volle Möhre. Und seht ihr, was ich meine? Der bewegt sich hier nicht mehr. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber wir können es ja mal anders probieren. Wir können nämlich auch natürlich Züge einfach verschwinden lassen, indem ihr halt einfach hier auf linken Stick drückt und Zug entfernen. Bestätigen. So. Das gleiche machen wir auch hier. Auch nochmal bestätigen. So. Und das Coole ist ja auch, es ist vollkommen egal, in welche Richtung. Ich glaube zum meinen, die Signale, die bedeuten hier im Endeffekt eigentlich gar nicht allzu viel. Wir können es aber trotzdem mal ausprobieren, indem wir nochmal Steuerkreuz links. Und wir wählen uns jetzt hier irgendeinen Zug. Zum Beispiel hier die Flying Scotman. Und dann könnten wir auf der anderen Seite mal hier hingehen und noch einen Zug erstellen. Und da lasse ich mal die Flying Scotman gegen die Class 8F antreten. Einmal hier. Und bitte hier einmal erzeugen. So, und jetzt können wir mal Folgendes probieren. Wir können mal gucken, ob die denn gleichzeitig fahren oder wenn wir das Fahrzeug wechseln, ob das Fahrzeug, das wir quasi jetzt wieder abgelehnt haben, auch automatisch zum Stehen kommt. Das wird natürlich sehr interessant sein. Das heißt, wir steigen hier kurz mal ein. Also wie gesagt, ich habe es selber nur ganz kurz mal ausprobiert, wie das wirklich funktioniert von der Steuerung her. Das ist für mich jetzt selber auch ein kleines Experiment. Wir geben mal hier ein bisschen Gas. Fährt auch los. Das gleiche machen wir hier auch. Übrigens ist die Flying Scotman auch sehr einfach zu bedienen, genauso wie die Stania. Einfach nur Bremse lösen. Auf vorwärts. Und ein bisschen Leistung dazugeben, damit wir jetzt hier loskommen. So, dann müssen wir natürlich nur ein bisschen beachten. Fährt die jetzt noch weiter, fährt die nicht weiter? Das wird natürlich mal so ein bisschen spannend sein. Wird sie zum Beispiel langsamer? Wir können mal gucken. Wir fahren gerade aktuell 10 km/h. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl... ihr seht schon, was ich wahrscheinlich ein bisschen meine. Machen wir ein bisschen Bremsleistung rein. Wir sind jetzt so fast auf gleicher Höhe mit derselben Geschwindigkeit. Und die wird, naja, eigentlich glaube ich kein bisschen schneller. Sie verliert wirklich an Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr diesen Zug verlassen solltet, kann es sein, außer dass ich natürlich jetzt Zeitsignal überfahren habe, kann es natürlich sein, dass wir im Endeffekt, ja, den Zug, die Funktion nicht mehr geben und diese automatisch langsamer wird. Ist natürlich jetzt eine Sache, macht ein paar Sachen vielleicht, ich sag jetzt mal, ein bisschen kaputt, hinblickend auf manche Sachen, die man vielleicht gerne ausprobieren möchte, aber im Großen und Ganzen könnt ihr hier wirklich euch Sachen hinstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt damit natürlich auch schöne Bilder machen. Wir können halt wirklich sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Stellen die einmal jetzt hier hin, dann hier hin, den natürlich dann hier hin. Und dann nochmal einen ganz anderen Zug. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier. So. Und so könnt ihr euch im Endeffekt richtig schöne Bilder zwecks dem neuen Fotomodus machen, der wirklich natürlich eine Riesenneuerung ist. Und so können wir natürlich wunderschöne Bilder machen von dem, was uns hier quasi Schönes erwartet. Gut, dann kommen wir jetzt aber mal zu dem Thema, der ja auch noch wichtig ist. Wir wissen jetzt, wie wir einen Zug erstellen und platzieren oder mehrere Züge unterschiedlichster Art und Weise. Aber wie können wir eigentlich unsere Route erstellen? Das ist auch sehr wichtig. Dazu, wie gerade schon erwähnt, einmal ganz kurz Steuerung nach links. Ihr wählt euch irgendeinen Zug aus. Ich nehme jetzt einfach mal hier den ÖBB 4042 S-Bahn Vorarlberg. Da machen wir jetzt mal auf Beladen, erscheinen lassen und... Wir geben jetzt so ein bisschen die Richtung an. Wir nehmen jetzt einfach hier. So, erstellt ist er. Und jetzt ist es wichtig. Jetzt geht ihr kurz mal auf eure Karte. Und jetzt könntet ihr hier mit A darauf gehen und könntet eine Route setzen. Geht aber nicht. Hier könnt ihr nur den Zug entfernen. Ihr müsst immer erst in den Zug einsteigen. Erst dann seid ihr ein Teil dieses Zuges und könnt dann jetzt hier, wenn ihr euch hier hingesetzt habt, einmal hier rauf tippen. Ihr seht, jetzt ist eine ganz andere Farbe. Das heißt nämlich, der wird jetzt gerade besetzt. Einmal hier raufgehen und Route setzen. Jetzt könnt ihr hier überall irgendwo ein Ziel setzen. Wir gucken mal, wo der nächste Bahnhof wäre. Hier zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein Bahnhof. Und da setzen wir mal unser Ziel. Ja, bestätigen. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir 4,6 ein Ziel. Das ist Zeithain Gleis Nummer 1. Das müsst ihr eigentlich im Endeffekt nur euren Zug aufrüsten. Ich hoffe, ich kriege das mal auf die Schnelle hier hin. So, einmal geschlossen. Müsste jetzt auch alles klappen. Die Tür steht auf. Wir steigen ja noch ein paar Fahrgäste ein. Ah, will niemand. Machen wir die Türen wieder zu. Warten kurz, bis die Türen zu sind und wieder das Signal bekommen, dass wir losfahren können. Ihr wisst ja, gerade dieses rot markierte Kästchen ist jetzt zu weiß übergegangen. Bremsen allesamt sind gelöst. Und dann fahren wir schon mal los. Und jetzt müssen wir ein bisschen darauf achten,
Da vorne, Signal ist auf grün geschaltet. Ansonsten müsst ihr natürlich dementsprechend dem Signal noch, ja, im Endeffekt Bescheid geben, dass ihr jetzt hier durch wollt. Das heißt, ihr gebt der Zentrale Bescheid. Das ist, glaube ich, mit irgendeinem speziellen Knopf, war, glaube ich, X gedrückt halten oder was auch immer. Damit gibt er den ganzen, das Signal, dass ihr hier durch wollt. Aber das wurde alles für uns schon freigegeben und so könnt ihr im Endeffekt eure eigene Route fahren. Ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon gewesen. Kurz und knackig erklärt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte, genauso wie Apollo das auch getan hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ich Bescheid weiß, worum es und wie es hier wirklich funktioniert. Also, im Endeffekt, ihr könnt halt überall und irgendwo einen Zug spawnen und mit diesem weiterfahren. Inwieweit ihr natürlich mit mehreren Zügen fahren könnt, das müssten wir herausfinden. Ich habe es persönlich nicht geschafft. Das Signal ist weiter auf Rot geblieben. Ich habe sogar nochmal die Route versucht zu löschen und neu zu setzen. Geht natürlich nicht, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, ihr müsst in diesen Zug erstmal dringend setzen, um diesen auch wirklich zu bedienen, um von A nach B zu fahren. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Gerade für die ganzen Trainspotter ist es natürlich ein schönes, gefundenes Fress. Ihr könnt hier richtig viele Sachen machen und könnt richtig viel Spaß haben. In diesem Sinne, Freunde, guten Laune. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge bei TSW4. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.